Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme bei Dave the Diver. So, wie wir erfahren haben, wir müssen jetzt doch nachts tauchen gehen, weil jetzt wird es diese super seltene Geheimkarte geben von Boss, weil es jetzt stürmt und so. Also machen wir das. Nützt nichts. Thunfisch kann warten. Verlieren ein Drittel unseres Einnahmetages. Na gut, aber irgendwie kriegen wir es schon hin. Da ist wieder Seegras. Gönnen wir uns das gleich mal. Zack. Ein Igelchen. Ja, ich wollte schon sagen. Seeigel, gleich noch einer. Die gehen auch gut, ne? Wiegen nur eins. Ein Kilo, meine ich, und... Man kriegt sie immer mit 3 Sternen. Also kriegt man immer 3 Fleisch raus. Bist du für eine Knarre? Nur Level 1, ja. Wenn du wenigstens Level 12 wärst. Dann wäre ich wenigstens positiv erfreut. Da ist der Wirbel. Warum musste das Viech mich denn erkennen? Ah, verdammt. Ah! Gleich habe ich dich getötet mit der Waffe. Unheimlich, ne? Au. Sehr schön. Die Qualle ist auf jeden Fall gut. Komm her. So, 2, 3 Sterne Viecher davon. Sind nicht schlecht. Hier ist ein Strudel, ja. Was bist du denn da? Können wir dich so einfangen? Schade. Ich glaube, das wird wohl ein Quallenboss sein. Komm her. Gut. Wenn ihr unbedingt möchtet. Erstmal nehme ich euch mit. Ah, da sind die Kamerasachen. Da sieht nach Beleuchtung aus. Die Haie müssen sie umgestoßen haben. Ich muss sie aufstellen und verbinden, bevor ich Fotos machen kann. Ja, Mann. Wenn wir schon was machen, dann machen wir alles. Den Boss zum Schluss. So. Machen wir hier mit. Ah. Ein Generator, ja. Okay. Cool. Boah, was ist denn hier los? Hier eine Strömung oder was? Ah. Sehr gut. Mit Beleuchtung sieht es viel besser aus. Ich sollte Plankton anlocken, indem ich die Köderkapsel in der Mitte fallen lasse. Ja, Plankton, das haben wir. Boah, das werden wir für den Boss brauchen. Wir gehen gleich zu dir, Plankton. Keine Sorge. Hallo, ich wollte eigentlich doch nicht diese doofe Muschel einsammeln. Boah. Hallo? Wie oft muss ich den denn noch... Ey, das reicht. Der ist down. Ich bin down. Hallo? Wo gibt's jetzt Sauerstoff? Wir haben das Viech totgeprügelt. Unglaublich. Wir haben das Viech einfach mit dem Hammer, der nur einen Schaden macht, totgeprügelt. Ey, dann machen wir zuerst die Fotos. Oh, ich sehe glühende Würmer. Die Atmosphäre ist unglaublich. Die Mantarochen
Wir werden nicht kommen, wenn ich hier bleibe. Ich sollte mich hinter den Felshaufen, dort drüben verstecken, bis einer auftaucht. Ja, hinter welchen Felshaufen? Ach, hinter dem. So. Was möchte ich fangen? Ich möchte es fangen. Oh, da ist wirklich ein Mantarochen. Ich muss Abstand halten, um ihn nicht zu vertreiben. Ja, mach mal Fotos. Ich bin zu nahe gekommen und die glühenden Würmer haben sich verflüchtigt. Ach, ich konnte es doch verkacken. Aber ich musste doch dahin. Game over. Ja, wie mache ich das denn? Okay. Was muss ich denn genau machen? Keine zusätzlichen Ziele. Okay. Kamerafotos, Mantarochen, wenn das Ziel beleuchtet ist. Ja, haben wir. Okay. Erfolgreich. Keine zusätzlichen Ziele. Sehr schön. Perfekt. Das ist fantastisch. Jetzt muss ich hoch und mit Udo reden. Nein. Musst du nicht. Wir müssen erstmal hier noch ein paar Haie fangen. Oder den Mantarochen. So, Kupferhai. Kupfer oder Schwarzspitzenriffhai. Wisst ihr was? Brauche ich nicht. Alle beide nicht. Ihr seid einfach nichts wert. So. Habt ihr jetzt davon. Und dich schmeiße ich gleich mit raus. So. Habt ihr gesehen? Nichts, was nicht erwünscht ist, wird mitgenommen. So. Ein Titan-Drückerfisch würde ich noch mitnehmen. Komm bitte. Alter, schlaf ein. Damit mal auf den Tigerhai losgehen, ne? Da muss man richtig hart sein. Ich denke mal, das würde vielleicht funktionieren. Weil die Moräne prügeln wir auch. Ach, verdammt. Prügeln wir uns auch damit zurecht. Sehr schön. Level 1 zerlegen. Zack. Noch ein Titandrückerfisch. Oh, geil. Gleich beim ersten. So, jetzt reicht es mir mit den Titandrückerfischen. Da sind noch Seile. Wie gesagt, Schwarzriff, Hai, nee, warte. Da, doch, Schwarzspitzenriffhai. So, so war das. Zack. Ja, ich möchte dich trotzdem nicht. Auch wenn du jetzt ein 3-Sterne-Mistviech bist, brauche ich dich nicht. Nimm lieber noch ein bisschen mehr Agar-Agar mit. Und ein Seeigel. Zack. Hallöchen. Ha! Wie geil ist das denn?
Du. Guck mal, ist wieder wach geworden, aber hat keine Chance mehr. Ein Klaps war genug. Direkt auf die Nase. Und das hat ihn das Leben gekostet. Er wurde lebend gefangen. Und wird jetzt bearbeitet. Von Bencho. Sehr schön. Die anderen Viecher können wir ja abknallen. Oh, hier sind so viele Fragmente. Ja, diese Viecher da, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt das. Ich brauche das nicht mehr. Ja, nachts halten sie deutlich mehr aus. Tagsüber brauchen sie nur einen Schlag. Ja, ja. Aber da können wir auch noch ein paar Stachel rauskriegen. Sehr schön. Ja. Den Sauerstoff wäre vielleicht nicht schlecht. Jetzt. So. Jetzt jeden Moment. Bitte. Das ist ein Weißspitzriffhai, ne? Noch so ein Aal. Alter, fliegst du weit. Alter, Jungs. Alle drei auf den Haufen, oder was? Nö. Nicht mit dem Commander, sage ich dir. Oh no. Wir wollen jetzt keinen Klaps kassieren. So, Langstrecken. Dingsbums. Also, irgendwo muss es doch noch eins geben. Die waren da gerade zu dritt auf einem Haufen da. Kriege ich nicht mal den Boss jetzt? Muss ich noch weiter nach rechts schwimmen. Komm, weiter nach rechts. Oh, 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 oh. Oben vielleicht? Ja, gleich ist Feierabend, ne? Abbrechen. Schnell. Und dich auch noch. Schnell aus dem Weg. Hier noch irgendwo eins. Sonst hat sich hier gleich alles erledigt, ne? Ah. Gucke mal an. Sehr schön. Letzte Sekunde. Später hätte es nicht kommen dürfen. Nervenkitzel unter Wasser hier. So, jetzt holen wir uns nochmal die drei Haie, die da... Ach, was sage ich, drei Haie? Das war ja ein Mantarochen und... Kupferhai und ein Weißspitzriffhai. Weißspitzenriffhai. Du! Bleib mal weg, ja? Genauso du auch. Ihr nervt doch einfach nur. Stimmt denn nicht mit euch? Hier, dich holen wir uns sogar noch mit dem... Komm. Kann sogar lenken. Na komm, kannst du straight nach unten? Kannst du nicht, ne? Wo haben wir denn unseren Hammer jetzt liegen lassen? Das sind die Barracudas. Na gut. Nützt nix. Was ist denn? Was ist denn jetzt? Der haut jetzt wieder ab.
Den haben wir hier irgendwo liegen lassen. Mal kurz gucken, ne? Noch eine Waffenkiste. Ja, dann holen wir uns die Waffenkiste. Ne. Gleich zerlegt hier. So. Bau. Bau. Ja, komm. Mach doch nochmal deinen super Angriff. Bau. Greif doch an. Oh, war nur ein Sterneviech. Ja, das ist dann natürlich ärgerlich, ne? Huch. Ja, wenn man verfehlt, ist auch schon ziemlich doof. Von dir wollen wir den Kopf. Jupp. Blaue Muschel. Ach komm, nehmen wir auch den Rest von dem Hai mit. Hier unten gab es doch bestimmt noch irgendwo Munition. Oh, ein Seeigel. Wenn wir nach links rüber und dann holen wir uns den Kupferhai noch mal. Da ist noch einmal Munition, genau. So. Ach, hier haben wir den Hammer liegen lassen. Zwei. Drei. Na gut. Zack. Den Rest machen wir dann wohl konventionell. Kupferhai. Nächstes Mal holen wir ein Kupferhai mit nach oben. So. Ja. Vielleicht noch einmal Munition holen. Einmal ein bisschen Seegras mitnehmen. Ja. Atemluft oder Sauerstoff in dem Fall hier. So. Hier jetzt noch irgendwo Munition. Irgendwo hier vielleicht, weil wir haben das ja alles nicht aufgesammelt gehabt, alles. Am Anfang zumindest. Die ganze Zeit. Die Knarre können wir auch zerlegen. Genau, das machen wir jetzt auch. Und dann gehen wir zum Boss rein, ne? So, komm. Lasst mich doch nicht hängen. Oh, doch, lässt es mich. Einmal wenigstens volle Munition mitnehmen. Damit wir da drinnen drei Kugeln haben. Drei Kugeln mehr haben. Der Boss wird ja jetzt wieder wahrscheinlich wieder so ein riesen Oschi werden. Mal gucken, wie robust dieser denn ist. Weil diese Riesenseeengel, den wir letztes Mal platt gemacht haben, der war schon, ja, der hat ordentlich gehalten. Das war ein Tank, ne? Der hat auch ordentlich ausgeteilt mit seinem Gift vor allem. Und sah überhaupt auch voll gruselig aus mit seinen Megatentakeln, womit er nach uns gegriffen hat ständig. Hier irgendwo muss es doch noch Munition geben. Das da vielleicht? Nein. Eine Baseballkeule. Hier ist noch eine Qualle, das weiß ich. Aber wenn wir sie nicht betäuben, dann bringt sie nicht viel. Also lassen wir die Qualle mal Qualle sein und holen uns Kurkuma oder was gibt's hier? Ah, Sojasauce, auch okay. Eigentlich ist alles, was wir da rauskriegen, okay. Dich können wir noch mitnehmen. Oder wir kriegen hier jetzt vielleicht eine gescheite Waffe. Ja. Nehme ich gerne. Wenn es nur Level 1 ist, ist egal. Sehr schön.
Nur schade. Dann müssen wir hier nochmal lang. Welche sind noch Haie, die wir noch nicht geschnetzelt haben? Kann nicht versprechen, dass wir sie... Nee, jetzt geht's ins tiefe Blau. Da, wo wir nicht runterkommen können in der Nacht. Hochwertiges Katzenfutter. Sehr schön. Ah, nee, Barracuda, bitte nicht. Ja, wir kommen hier durch. Potenzial ist da, dass wir hier irgendwo Munition finden. Sehr schön. Munition gefunden. Ab nach oben mit uns. Nachdem wir diesen Seetang hier mitgenommen haben, ne? Was gibt's hier unten? Ah, noch mehr Sauerstoff. Okay, dann holen wir erstmal die Kisten hier. Kochtopf und Kiste. Ah, sehr schön. Heiltrank. Ja, sehr geil. Ich glaube, wir könnten dann hier mit Mistvieh Muräne, glaube ich, ist das, wofür wir Kurkuma brauchen, aufleveln. Au. Oh, hier gibt es noch mehr. Aha. Silber. Silberkelch. Silberschüssel. So. Sehr schön. Barracuda. Ach, bleib mal da. Wir gehen jetzt zum Boss. Okay, jetzt sind wir hier schon oft genug vorbeigeschwommen, haben es nicht mitgenommen, dann nehmen wir es jetzt mit. So. Wo ist das jetzt? Ich glaube noch ein bisschen weiter rechts, genau. Sehr geil. So, dann drückt mir mal die Daumen, dass wir den Boss jetzt... du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur. Eintreten? Fragezeichen, okay. Also ich habe vermutet, das würde eine Qualle werden. Was wird's jetzt tatsächlich? Ein Kran. Ich bin in den Wirbel hinein und bin hier gelandet? Vielleicht sind das Dinge, die von Sturm erfasst wurden und verschwunden sind. So wie wir. Ein Monstertruck? Ich glaube, dass dieser große Lastwagen sich gerade bewegt hat. Eine Krabbe. Spielen wir gleich Maui von Vajana und verprügeln die Krabbe. Kommt jetzt Tamator. Nexon Tier. Ja. Yeah. Alter Falter. Das ist eine klitzekleine Krabbe. Truck Hermit Crab. Ah, ein Lastwagen in Bewegung? Das ist kein Lastwagen. Das ist ein riesiger Einsiedlerkrebs. Ich glaube nicht, dass eine Schusswaffe irgendeine Auswirkung ausrichten wird. Irgendwas ausrichten. Was kann ich tun? Den Kran benutzen. Besiege die Riesen. Krabbe. Voilà. Ja. Aha. Oh, das Viech kann sich drehen. Okay. Wir müssen also irgendwas auf die Krabbe abstürzen. Das ist schon mal gut.
gut zu wissen. Und ich glaube, wir haben gefunden, wo die Krabbe ein bisschen ziehen sollte. Komm mal ran hier. Ach du Scheiße. Meine Güte. Meist irgendein Gerümpel nach uns. Na los, schlag zu. Ja, schon viel besser. Was passiert, wenn wir ihm auf die Augen schießen? Ah. Sehr schön. Dann machen wir nochmal. Au. So. Wohin damit? Über seinen Kopf wahrscheinlich, ne? Alter. Genau, dreh dich mal um. Greif mal an. Aber nicht so. So. Jetzt muss ich wieder über ihn kommen. Sehr schön. Ah, musst du also alle vier Reifen verlieren, ja? Ha, hast wohl gedacht, du kannst mich so erwischen. Zack. Also die Trümmer, die von oben und von unten kommen, schädigen uns dann, schätze ich mal. Oh. Zum Glück haben wir einen Heiltrank. So. Genau. Ja, wir nehmen den erstmal. Ei. Du Sau. Na komm. Hau nochmal zu. Was ist denn los? Ja, yep, genau so sollst du zuschlagen. Ey. Das war jetzt mies. Genau, hau nochmal zu. Los. Ja. Das ist gut. Zack. Sehr schön. Ja. So. Ah, ich muss ihm das richtig auf seinen Panzer schmeißen. Komm, schlag noch mal zu. Sehr schön. So. Schützt seine Augen. Zack. Und jetzt? Noch einmal.
So. Ja, Mann. Zack. Und jetzt? Oh. Wir haben ihn gar nicht erledigt. Oh, seine Hülle war das Ding wirklich gar nichts. Ohne seine Hülle war das Ding wirklich gar nichts. Ich hoffe, dass die Bosskarte von der Sato-Sprache aktiviert wurde. Ich hoffe auch für uns. Ah, guck mal. Ein Stück der Zange des Einsiedlerkrebses hat sich gelöst. Sollte ich ein Stück einsammeln? Na, natürlich. Hallo? Wenn wir das Mistvieh schon schlagen? Auf jeden Fall. Und gleich nochmal. Ah, da können wir wieder zurück. Der Wirbel kehrt nach dem Sieg über den Einsiedlerkrebs zurück. Lass uns damit zum Boot zurückkehren. Okay. Lass uns. Das sind auch die Reifen, die wir ihm abgeschossen haben. Erstmal gucken wir uns an, was hätten wir hier für eine Knarre gekriegt. Die. Ja, zerlegen wir. Sehr schön. Zack. Lass uns damit zum Boot zurückkehren. Es saugt uns ein. Ja. So war der Boss. Spielmechanik haben wir auch relativ zügig rausgefunden. Das ist gut. So. Ah, jetzt reicht's. Ab mit uns nach oben und wir müssen ja auch noch die Leute verköstigen. Jo. Was? Du hast die super seltene Bosskarte gefunden? Erstaunlich. Du musst ein geborener Marienkasammler sein. Die See war unerbittlich. Mit all diesen furchteinflößenden Meereskreaturen. Das war eine ernste Sache. Haha, meh. Das ist nichts Besonderes im Vergleich zu dieser fantastischen, super seltenen Bosskarte. Aber ich hatte all das durchgemacht. Und jetzt tippe auf Karte mit Freunden teilen. Etwa so. In Ordnung? Das ist es. Mach weiter so, ho ho. Stürmische Nacht. Hier, schau dir dieses Foto an. Was denkst du? Oh, das ist ein Manta-Rochen. Schau, wie majestätisch er sie ist. Ich habe Tränen in den Augen, siehst du? Das war ein Scherz. Unsere Redakteure werden dieses Foto auf jeden Fall lieben. Du bist mein Held. Wir sehen uns wieder. 1000 Gold. Mach Fotos vom Manta-Rochen. Nachtfotopunkt. Yeah. Ab jetzt taucht der Fotopunkt auch nachts auf. Mache schöne Nachtaufnahmen. Okay, machen wir. Wir haben schon wieder sie... als Zutaten verwenden. Nein. Ach, der fragt uns jedes Mal über unsere Seepferdchen. Nein, 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 nein. Die wollen wir nicht als Zutaten verwenden. Bitte nicht. Diese super seltenen Schlachtrösser. LKW-Einsiedlerkrebs. Sehr schön. Fleisch eines Schwarzspitzenriffhais. Auch sehr schön. Cool. Dann sollten wir mal auf jeden Fall zur Sushi-Bar. Was unser Kätzchen eigentlich nachts macht, ne? Das hat ja Benchu jetzt uns auch schon erzählt gehabt. Oh, sie möchte jetzt auch. Hier, du, Seeengel,
um die du mich gebeten hast. Die sind so hübsch. Danke, Dave. Und das hier habe ich auch gefunden. Hm. Ist das ein Foto von mir? Da war ein riesiger Seeengel. Das habe ich in seinen Unterschlupf gefunden. Da ist ein Kopf auf der Rückseite. Was wohl passiert, wenn ich ihn drücke? Ein Knopf. Rausch. Der Papa wurde wohl vom Seeengel geschnetzelt. Marky, hier ist dein Vater. Hä? Wenn du das siehst, dann ist meine Expedition wahrscheinlich gescheitert. Es tut mir leid, dass ich mich nicht richtig um dich gekümmert habe. Mein Arbeitseifer hat aus mir nicht gerade den besten Vater gemacht. Und viele Freundschaften konntest du auch nicht schließen, weil wir wegen meiner Arbeit so oft umgezogen sind. Ich wünschte, du könntest mir vergeben, dass ich so ein schlechter Vater war und ein glückliches Leben führen. Und dein Traum, Köchin zu werden, ich hoffe sehr für dich, dass er in Erfüllung geht. Ich werde dich von Weitem aus beobachten. Verliere also nie dein Lächeln. Rauschen. Cool. Die muss sich ja jetzt echt ins Höschen freuen. Das war wohl alles? Ja, klar, verstehe ich. Kommt mir auch schon fast. Sei nicht so aufgewühlt. Dein Vater hat dich scheinbar sehr geliebt, Maki. Bitte lass mich hier arbeiten. Was? Einfach so? Ja, mein Vater würde nicht wollen, dass ich so traurig bin und nicht gehen lassen. Ich möchte ihm zeigen, dass es mir gut geht und dass ich hart arbeite. Und weil du dich um mich gekümmert und mir geholfen hast, möchte ich dir jetzt auch helfen. Bencho, was denkst du darüber? Das Mädchen hat Temperament. Ich mag sie. Du kannst ab heute hier arbeiten, aber du wirst keine bevorzugte Behandlung bekommen. Ja, verstanden. Ich werde fleißig sein und eine großartige Köchin werden. Cool. Maki ist jetzt bei Bencho Sushi angestellt. Wie geil ist das denn? Besiege die Seeengel. Haben wir denn? Ach ja, das haben wir alles rübergeschoben. Die ganzen Fische. Ja, dann müssen wir erstmal Personal kurz checken. Wie gut ist denn unsere Maki? Stimmt, die ist im Wartezimmer. 100 auf Kochen. Okay, wir müssen dich erstmal ausbilden. Aber die wird nachher wahrscheinlich legendär im Kochen sein, ne? Zack. Koch plus, ja. Ich glaube, die wird nachher legendär im Kochen sein. Jetzt schon, die ist jetzt schon unsere beste Köchin. Zack. Einmal noch. Wow. Ey, die ist besser als der hier, ne? Sabi-Nachschub. Die ist eigentlich... Ja, aber die... Wir werden sie austauschen. Gegen Maki. Oh, Mann. Beide Level 5 und sie ist jetzt schon besser als alle anderen. Krass. Training. Bekommt immer Trinkgeld. Oh yes. Oh yes. Training. Was gibt's da noch? Einfach nur noch besser machen. Immer besser, besser, besser. 1300. Sind jetzt alle auf Level 7 bringen, ne? Hohoho. Ey, yo. Hallo, Maki. Mäuschen. Ich hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Seeengel-Königin-Suppe. Gebratener Einsiedlerkrebs mit Seegras. Alter.
noch zwei neue super krasse Gerichte gekriegt. Jetzt habe ich nicht mal mehr genug Flammen, um diese Gerichte zu entwickeln. Ist das cool. So, sehr schön. Also, heute ist Thunfisch dran, ne? Wo sind meine super seltenen Thunfischgerichte? Was sind die, ne? Wenn wir davon 10 nehmen. Ich hoffe, ich krieg genug Gäste, ey. Nehmen wir hiervon auch nochmal 10. Und davon müssen wir dann auch nochmal 10 nehmen, ne? So, das sind unsere super seltenen Thunfischgerichte. Und was ist das? Ist nicht teuer genug. Darf nicht. Fehlen, was brauchen wir mehr Sojasauce? Aber so an sich könnten wir das zweimal anbieten. Hey. Nochmal die losen Thunfische vielleicht. Nee, die sind einfach nichts wert, so lose. Ich hab die auch nicht upgegradet. Ich will die auch nicht upgraden. Vielleicht den da. Das sind auch nochmal 10 Gerichte. Ja, Mann. Machen wir jetzt. Noch einer. Nein. Ich hab Angst. Boah, die sind schon fett. Die kann ich nochmal verbessern. Nein, das überspringen wir jetzt. Schon zu oft gesehen. Langsam langweilig, meine ich nur. Rochen. Und Seepferdchen. Oh ja, veredeln. Wie oft kann ich euch noch veredeln? Schade, gar nicht mehr. Aber frittierte Seepferdchen scheinen wohl richtig gut anzukommen. Nope. Veredeln. Noch mehr Veredeln. Veredeln wir jetzt einfach alles. Außer die Thunfischdinger. So. Wo ist unser Rochen? Ne, Moräne. Wollen aber das da veredeln. Dann bieten wir auch nochmal Moräne an. Ja. Auch nochmal 4 Gerichte. Machen wir 4 draus. Ja. Oh, was sehe ich hier? Auf jeden Fall. Gibt es aber nur ein. Ach, können wir nur einmal anbieten. Schade. Nee, die Moräne an sich ist mir so zu kostbar. Schwarzspitzenriffhai, davon haben wir echt viel Fleisch. Ich glaube, Seepferdchen gehen immer, ne? Nicht veredeln, sondern wir bieten einfach mal Seepferdchen an, 5 Stück. So, das war's. Ja, denk mal. Damit müssten sie zufrieden sein. Die haben ja 30 Thunfischgerichte da, die sie von uns kriegen können. Also weh, die kaufen uns das nicht alles weg jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einfach viel zu viel Kohle verschwendet. Gut. Ich befürchte schon. Naja. Probieren geht über Studieren. Let's go. Marki, enttäusch mich nicht. Was sie wünschen. Zack. Sprinten. Zack. Oh yes. Oh yes. Ich mach mal hier
Wasabi wieder auffüllen. Sprinten. So, kurz stoppen und voll machen. Perfekt. Holy moly. Nicht euer Ernst. Wow. Wir haben es nicht geschafft. Und wo ist derjenige? Nicht doch. Nicht doch. Oh, schon perfekt. Okay. Aber wir haben keine 5 Sterne gekriegt. Wir haben versagt. Wow. Alter. 10-mal haben wir das Gericht verkauft. Kann ich eigentlich irgendwie sehen, was ich wie oft verkauft habe? Nein, ne? Die geben mir auf jeden Fall alle einen Daumen hoch. Ich habe trotzdem 0,6. Ich habe ein paar Gäste vergrault. Alter Falter. Was für ein Umsatz. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, was passiert hier? Nochmal kurz den Abspann gucken, ne? Dieses Geräusch, das ist unser Kätzchen, ne? Ja? Das ist Momos Miauen. Ich sollte ihm folgen. Schnell gehen, hocken. Es, Katze imitieren, Kuh. Jo. Weiter. Oh. Schnell. Also mal. Was soll denn das hier? Momo, nicht in Sicht. Verdammt, ich muss mich beeilen. Wieso? Warte mal ganz kurz. Jetzt geht's wieder. Okay. Oh, das ist Momos Kätzchen? Momo ist Vater geworden? Oh, wie süß. Man kann es kaum erkennen, aber wie süß. Oh. Es ist nichts. Ich habe nur... Puh. Hm, 3 Katzen. Momo hat neue Familienmitglieder. Wie süß. Lass sie hier bleiben. Hier gibt es viel zu essen. Und du, hilf mir mit den Katzen. Klar, mehr Miezen bei Bencho Sushi.
Na klar, ist auf jeden Fall vorbildlich. Momos Geheimnis erfüllt. Na gut, aber jetzt. Schönen guten Tag, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!